Hallo liebe Leute und willkommen bei Once Human, um genau zu sein, bei der Once Human Beta-Version momentan noch. Once Human ist ein Survival-MMO-Spiel, was im dritten Quartal planmäßig kommen soll, aber ja, ein genaues Datum gibt es halt noch nicht, müssen wir einfach mal gucken. Erscheint erstmal wahrscheinlich nur für PC. Auf der Once Human Seite sieht man auch ein Play Store Logo. Aber ich weiß nicht, ich glaube jetzt erstmal irgendwie nicht, dass es auch eine Mobile Version davon gibt. Naja, wir werden sehen. Mich interessiert erstmal in erster Linie eh nur die PC Version. Aber ich denke mal, wenn das Spiel gut anläuft, dann gibt es vielleicht dann auch später noch eine Konsolenversion. Wäre ja auf jeden Fall auch zu denken. Genau, so. Also, wir haben Once Human. Es gibt einen PvE und einen PvP-Modus. Wir haben einmal PvE-Server. Das kennt man ja so ein bisschen auch aus anderen MMOs. So eine Serverliste, da kann man sich halt aussuchen, wo man gerne spielen möchte. Ich habe mir jetzt einfach mal so einen Fresh-Server genommen hier. Und dann gibt es hier noch die PvP-Variante. Genau, wir werden aber für diesen kleinen Test werden wir auf PvE gehen und schauen einfach mal rein. Das Spiel soll später dann in Deutsch auch natürlich erhältlich sein, aber in der Beta hier ist bisher noch keine deutsche Lokalisierung erfolgt. Aber wir werden uns schon hier irgendwie so ein bisschen durchkämpfen. Ich denke mal, storymäßig kann ich euch nur so vorweg sagen, die Erde ist halt, wurde von einer außerirdischen Lebensform eben so ein bisschen, es geht meine Alexa da hinten an, verseucht, nenne ich es jetzt einfach mal, von dem sogenannten Sternenstaub. So, und wir sind halt jemand, der eben trotz dieses Sternenstaubs leben kann. Wir sind jetzt quasi jemand, der mehr oder weniger halt irgendwie sich hier durch das Ganze durchwursteln muss. So viel ganz grob zu der Geschichte. Wahrscheinlich werden wir in-game noch ein bisschen tiefer in die Lore einblicken können. Aber ich denke mal, da werden wir uns jetzt erstmal nicht so ganz aufhalten. Wir gehen einfach mal ins Spiel rein und gucken uns mal an, was Once Human für uns so zu bieten hat. Und ganz wichtig für mich, ob es ein Spiel für mich ist, was man auch in einem etwas gehobeneren Alter noch spielen kann. Genau, so. Hier, guck mal. Also ich bin, ich bin jetzt Ü40 mittlerweile. Mal gucken. Ist ja manchmal nicht so einfach. So. Enter Game. Our lives have followed a long path. But eventually, all roads reach their end. Still each breath. Our world is broken, stagnant, fallen into the abyss. But everything is born from darkness, even the universe itself. Now, do you see it? A glimmer within the void. The spark of life still burns, and evolution forges a new way forward. Once your faith overcomes despair, once you move beyond death, once life returns to this world, we'll meet beyond that path.
So, also ich denke mal, musiktechnisch kann es durchaus schon mal imponieren. War ein sehr schöner Intro-Song. Was ich übrigens schon mal gesehen, ich habe ja schon mal ein bisschen reingeschaut in das Game. Also was ich schon mal sagen kann, die Gegner, die Monster, die es dort gibt, das ist wirklich absolutes Highlight. Da so viel so viel Kreativität dabei, das sieht man nicht so oft. Also vielleicht werden wir das eine Mal oder andere ja schon etwas sehen, wo wir sagen einfach nur, wow, richtig gut. So, wir nehmen, mal gucken, wir können, ja, ich würde sagen, wir spielen einfach mal einen weiblichen Charakter. So, wir schauen mal, sieht auf jeden Fall schon mal sehr schick aus, auch von der Grafik her. Schon mal echt nice. Hat so ein bisschen so koreanischen Touch, ne, würde ich sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr gut. Oh, das sieht ja auch mal sehr krass aus. Auch cool hinten mit den Schläuchen und so. Gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir schon sehr gut, muss ich sagen. Der Style. Aber gut, wir nehmen vielleicht mal etwas Normales erstmal, damit wir vielleicht das eine oder andere customizen noch können oder ich weiß nicht, was alles in-game dann möglich ist. Nehmen wir einfach mal. Das sieht schon cool aus, ne? So mit diesen Schläuchen hinten dran. Hat schon echt sowas Sci-Fi-mäßiges Endzeit. Ach, ich kann mich immer so schlecht entscheiden, ne? Ich glaube, wir nehmen. Das sieht auch krass aus, mit diesem Rot hier. Name Character. Ja, komm, wir nehmen mal das und jetzt gucken wir mal, ob wir hier etwas noch ein bisschen anpassen können. Wobei ich bin immer nicht so gut, ne? Also ich baue sehr gerne und sehr viel. Meistens ist es dann aber so, dass ich im Editor dann zufrieden bin und dann bin ich in-game und dann so, doch nicht so gut. Wir beschränken uns jetzt hier erstmal, würde ich sagen, auf das Preset. Machen vielleicht noch die Haare hier noch ein bisschen anders. Ja, so ein kleiner Zopf, why not? Die Haarfarbe. Oh, weiß ist cool. Was ist das hier? Ah, so ein Granny-Weiß. Mal Highlights. Kann man jetzt nicht so viel sehen, ne, gerade. Ah ja, okay, kann man hier so ein bisschen verstärken, den Bereich. Machen wir mal so einfach, das passt schon. So, was haben wir hier noch? Body haben wir auch noch. Hate, können wir die Größe einstellen? Ja, ich würde sagen, wir sind ein bisschen kleiner. Wir machen mal 45, machen wir. 45 und Fitness können wir immer richtig skinny machen oder richtig gut bestückt. Ja, wir lassen einfach mal, weiß nicht, keine Ahnung. Machen wir auch 46. So, machen wir bei 46. So, Light. Ach so, hier können wir. Ah, also ich muss schon sagen, ne? Charaktereditor. Nicht schlecht. Warte mal, wie geht das jetzt hier? Ach so. Aha. Ach so. Ja, aber echt nicht schlecht, ne? Kann man einiges machen hier. Static Life. Achso, also mit Bewegung oder ohne wahrscheinlich. So, Head and Shoulder. Weißt du, wir lassen das einfach mal so, ne? Wir machen ja da jetzt nicht so viel Krams. Hier können wir noch. Ah, okay. Können wir ein bisschen Tattoo-technisch was machen? Aber wir können ja mal in der Armhälfte lassen. Ah, okay. Das ist ja auch cool. Ach komm, wir lassen das. Ach so. Ach nee, das ist normal und das ist. Ah, warte mal. Ach so, ach so, ach so. Das hat man gerade gar nicht so gesehen. Hör mal, kann man.
Ich würde ja gerne das Tattoo, warte mal, ist das dann noch auf der, nee? Ist das dann auf der 3? Nee. Ich würde gerne die Armseite wechseln. Wie kann ich das tun? Oh, kein, gut, dann lassen wir es erstmal so. Ist egal. Wir sind ja hier auf der Beta und das wird ja eh kein Charakter für die Ewigkeit sein. So, achso, warte mal. Name, Character. Achso, doch. Complete? Ja, können wir erstmal so. Können wir so unterschreiben. Click Name to enter. Ja, warte mal. Ja, komm, ich nehme mal meinen alten weiblichen MMO-Name. Einfach mal Chibi. Und dann gucken wir mal, was können wir jetzt hier noch machen? Descript. Ah, okay. Oh, wir sind tief gefroren. Waren wir das? Sehr cool inszeniert bis jetzt. Da sind wir. Noch ein bisschen wackelig auf den Beinen. Take Activator. Interessant, dass wir direkt wissen, dass wir hier uns da so ein Ding rein jagen können. Okay, da sind wir schon, glaube ich. Ja, da sind wir schon im Spiel drin. So, wir haben ein Emergency Kit. Take all. Wir haben Canned Lunch Meat und abgekochtes Wasser. Okay, wir nehmen alles mit. Melee Attack Roll. Using Roulette Wheel. Achso, warte mal. Shift, Initiation, Konsumster. Ah ja, okay, also Sprinten kostet Ausdauer. Okay, warte mal. Navigation Wheel unlocks when Get Cradle is completed. Okay. Flashlight ist N. Haben wir schon eine Flashlight? Also wir hören einen Sound klackern, aber wir sehen noch nichts. Okay, nicht schlimm. Ja, dann haben wir den, glaube ich, getötet gerade, kann das sein? Erinnert er so ein bisschen, ich wollte gerade sagen, so ein bisschen erinnert das an einen oder an, es gibt ja nicht nur einen, an diverse Animes, wo ein ähnliches Intro vorkommt. So, Deviation A073 File 1 Note. Wir können das ja mal probieren, mal kurz ein bisschen zu übersetzen. Subjekt A073 ist ein erwachsener Mensch. Rasse unbekannt, ja, Geschlecht, bla. Oder Identity unknown, Subject Body has been in a state of stasis. Ever since being recovered from bla bla bla, alles geschwärzt hier. Still unknown, Subject has been impaled by. Ja, gut, okay. Wir lassen das mal, sonst wird das, glaube ich, hier. Achso, okay. Können wir nicht weiter mitnehmen. Okay, wir schauen uns hier mal kurz um. Ah, hier kommen wir gar nicht weiter. Okay, für mich ist zum Beispiel immer wichtig, dass die Steuerung immer so halbwegs vernünftig ist. Aber das sieht erstmal ganz okay aus. Das muss immer smooth sein für mich.
So, noch eine Memo. Können wir nochmal was lesen, aber das lassen wir jetzt mal aus. Ich denke mal, die Story und den ganzen Kram, das wird man ja dann später vernünftig auf Deutsch lesen können. Okay. Gut. Dann rennen wir mal hier hoch. Input Passwort. Oh. Okay, warte mal. Jetzt sollte man doch nochmal lesen. Das steht bestimmt hier, oder? Auf der Memo drauf. Interessant sogar. Exam Day ist 0728. The code has been updated and confirmed in the supervisor. 0728. 0728. Ist das das Passwort? Ah, man kann das auch mit Numpad eingeben. Verified. So. Oh, sind ja alle tot. Okay, vielleicht waren wir das ja doch nicht. Vielleicht sind wir einfach nur zwangsläufig aus der Stasis erwacht. Access Card. Okay, die finden wir vielleicht hier. Ah, ja, ja, hier ist auch so einer. Security Level Top Secret Note. An intact cradle was recovered near subject. Bla 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 bla. Haben wir jetzt die Karte bekommen? Sieht so aus. Kann ich ja mal gucken. Krass, was ist denn hier los? Hier fliegt alles rum. Ganzen Päckchen. Mhm, unsere erste Ausrüstung. Hä? Oder? Ach, cool gemacht. Nicht schlecht. So, da haben wir unseren Rucksack. Mission ist, The Eve of Evolution, communicate with a mysterious bird shaped. Okay. Okay, wie scheint hier aber die Schwerkraft komplett ausgesetzt zu haben, ne? Ach so. Ach, der ist der. Okay, hallo. Oh, eine F. Ich hab V gedrückt. talk to this strange bird. It's good to see another face. I thought I was on my own. Mm-hmm. And you're a metahuman too. You know who I am? Metahuman? Würde gern beides nehmen, ne? I don't know who you are, but I know what you are. Stimmt, ja, wir sind ein sogenannter Meta-Human. Das sind, ja, das sind wir halt. Das sind diese speziellen Leute, glaube ich, die leben können unter diesen Umständen auf der Erde. Aber so genau weiß ich auch nicht. You awaken the cradle, and that's something only a Meta-Human could do. Ja, genau. Also wir sind halt die Einzigen, die das eben überleben könnten, ja. Do you remember who you are? No, I don't remember. Die Bewegung. It trapped me in the cradle. It could have robbed you of your memories. You can call me V. It seems that our interests are aligned, Metahuman. Why are you here? I came to secure a deviation, a paper butterfly. But I think something must have scared it. Right now, though, we need to move. I can show you the way out of this place. But only if you help me complete my mission first. All you have to do is listen to what I tell you. Okay, wir hören zu. Explore the monolith interior and find the exit. Optional, press Q to use space time to search for items in the monolith. Ah. Ach, cool. Warte mal. Muss ich Q gedrückt halten? Ah, wir haben so einen Scan-Modus. Aha.
Was haben wir hier? Space Time. Scanning for hidden objects and tagging collectibles. Ah, okay, das hier. Das ist zum Beispiel etwas, was wir gerade erst... Nice. Eine Kiste. Waffenkiste. Eine Machete und ein Activator. You can equip two ranged weapons and one melee weapon at once. Ah, okay. Okay, wir können eine Nahkampfwaffe tragen und zwei Fernkampfwaffen. Put away weapon, return to empty hand. Ah ja, wir können sie wegpacken. Mit H, okay. Okay. Ah, ich glaube, das hier ist ein schneller Schlag und das hier ist ein langsamer Schlag. Okay. Ah, ist ja cool mit dem... Warte mal, können wir hier noch was rausholen? Nee. Okay, leuchtet noch so, deswegen dachte ich, da ist ja vielleicht noch was. So, können wir hier noch was machen? Ach so. Okay. Na nü, was ist das hier? Könnte ich schon kaputt machen. Das sind nur... Okay. Okay, der... Ja, ne? Das ist so ein Beispiel. Guck dir das an. Okay. Okay, also wir können diesen Sternstaub Stardust können wir als Meta-Human zu unseren Vorteilen nutzen. Sehr interessant. Ach guck mal, dann haben wir noch so eine Crate. Ah, ich sag ja, ne? Also das ist noch gar nichts. Das, was ich gesehen habe in einem Video, da war ich echt ein bisschen baff, wo ich da die gesehen habe. Aber das ist schon mal eine schöne. Kann man schon mal sehen, was uns hier so erwartet an Monstern. Sehr, sehr cool. So, mal gucken, was wir hier drin haben. Oh, ein Rustic Hat. Und Stoff haben wir gefunden. Sehr cool. Jetzt haben wir schon mal ein schickes Basecap. K, Open Gear Backpack to see. Ah, okay. Warte mal, wir gucken mal rein. Das ist also das Inventar. Hier sehen wir die Fernkampfwaffe und unsere Nahkampfwaffe. Okay, wir haben ein Cap. Wir haben die Maske, Handschuhe, Stiefel oder Schuhe, dann halt die Pants, genau, und das Oberteil. Okay, wir machen 187 Damage momentan. Ist das pro Sekunde oder? Naja, wie dem auch sei. Psy Intensity, Max HP, Pollution Resist. Okay, werden wir wahrscheinlich später noch... genau wissen. Was ich euch schon mal auch sagen kann, es gibt auch ein Base-Building hier in dem Spiel und das Coole ist, du kannst in diesem Spiel Blueprints erstellen von diesem Base-Building halt. Das heißt, du könntest theoretisch, also es ist gerade für den PvP-Bereich gedacht eigentlich, aber man könnte rein theoretisch seine Base in so einem Blueprint speichern und kann die dann quasi woanders wieder einfach aufbauen. Es ist doch genial, oder? So, guck mal, einen schweren Schlag. Ah ja, oh ja, das macht schon ordentlich Damage. So, Activator. Wo kann ich denn? Ich würde da gerne, ah hier genau. Ich würde gerne mal wissen. Also hier mal was zu futtern. Hier unten sehen wir übrigens unsere Anzeige, ne? Hydration, also Wasser. Dann haben wir Energy, Sanity und Stamina. Also wir müssten uns eigentlich mal ein bisschen heilen und was trinken. Ah ja, da sehen wir da unten jetzt, wie viel Flüssigkeit uns das zurückgibt. Machen wir das doch mal.
Use. Zack, machen wir gleich nochmal. Damit wir so ein bisschen wohlauf wieder sind. Was haben wir hier? Activator für HP. Also sprich, hier unten wird unser HP sein, ne? Genau. Die sieht aber erstmal noch ganz gut aus, da werden wir erstmal noch nichts machen. Was haben wir hier? Sanity Gummy. A placebo that contains sugar to balance its bitter taste. Calling it's a candy. It's just a bitter joke. Okay, brauchen wir auch noch nicht momentan. Also was wir halt bräuchten noch, ist halt eben noch ein bisschen was zu trinken und Energy. Das hier gibt uns 80 Energy. Also, wie viel haben wir insgesamt hier? 60-100%. Current. Also wir sind zwischen 30-60%. Und das gibt uns 80%, oder wie? Okay, dann würde ich sagen, warten wir auch noch damit ein bisschen, damit wir das nicht direkt verballern. So, was haben wir hier noch? Shabic Fabric, a cozy woven fabric with large holes on its surface. How to get craft at campsite. Disable scraps. Also es sind auf jeden Fall Baumaterialien. Also oder halt eben Handwerksmaterialien, sagen wir es mal so. So, Access Card, das ist die Karte, damit wir da reingekommen sind. Okay, Deviations. Haben wir erstmal noch nichts. Okay. Weiter geht's. So, den hauen wir auch noch um hier. Okay, das läuft schon mal gut. Also ich muss sagen, Steuerung. Oh, ein Brot haben wir hier. Steuerung finde ich bisher sehr, sehr, sehr gut. Das ist ja meistens leider Gottes bei so Beta-Spielen nicht immer gegeben. So, hier haben wir nochmal ein Crate. Vielleicht haben wir jemand eine Fernkampfwaffe drin. Mal schauen. Ein Molotow-Cocktail. Naja, wir nehmen das mal alles mit hier. Zwei Stück. So, wir müssen wohl da nach oben. Ja, cool, auch diese Marker finde ich auch sehr nice. Oh, was ist mit dir? Notes can be found scattered all over this world. Read them to learn more about Nalcott's past. Notes will also be stored in the Collections Menü. Aha, okay. Also da können wir dann wirklich sozusagen die Lore so ein bisschen kennenlernen. Warum, wieso, weshalb das alles so ist. Aber wie gesagt, das heben wir uns dann auf. Würde ich sagen, für die spätere. Mal, können wir hier durch? Ah, okay. Interesting. To jump, okay. Hey, warte mal, wo sind wir denn jetzt gelandet gerade? Ach so. Ah, warte mal, hier ist ein rotes Gate. Das heißt also, wir sind da drüben rausgekommen. Das heißt, wenn wir jetzt durch das Blaue gehen, kommen wir da oben beim blauen Gate raus. Jo, alles klar. Ach cool, so kleine Mechaniken. Finde ich gut. Metal Scraps. Wir nehmen alles mit. Gut, dann können wir jetzt so weiter unseren Weg machen. Da drüben ist noch ein Gegner. Ah ja. Cool. Night vision restricted. Recommended turning on built-in flashlight. Okay. Ich kann die schlagen gerade. Achso. Warte mal. Nee. Ich krieg das wieder weg. Oh. Oh, das war nicht so gut. No! Oh, wie mies. Okay, es ist eine Beta. Jetzt kann ich wieder schlagen. Was habe ich denn da gerade gedrückt aus Versehen? Warte mal, ich habe T gedrückt, ne? Ach so. Ach, das ist der Baumodus. Ach, du Scheiße. Ich habe Flashlight, ich bin das so von Last of Us gerade gewohnt, T zu drücken.
Aber N ist Flashlight. Okay, alles klar. Aber wie doof. Erstmal in Baumodus gegangen. Okay, nochmal. So. Ach man, schön. Gut. Was haben wir hier? Medikit. Oh ja. Nehmen wir alles mit. Können wir auch noch was rausholen? Oh, hier sind Klamotten drin wieder. Oh, Stiefel. Ja, so langsam wird's doch hier. Mit unserer Garderobe. Und wieder irgendwas, eine Akte. Wieder etwas zu der Story. Item Crate. Okay. Noch irgendwas Interessantes hier drin? Ich finde das mit diesem Schnipsen sehr cool, muss ich sagen. Es gefällt mir. Haben sich einen sehr coolen. Ah! After Image. After Image. Ihr kennt mich ja, Leute, ne? Ich bin hier überall am Gucken. Okay. After Image. Touch. Aha. Null von drei. Okay, das war jetzt ein Levelwechsel. Oh, Spatial Theater. Spatial Fluctuations often cause anomalies in time, allowing past scenes to be witnessed once again. Activate space-time to locate spatial theaters, where events and people from the past may reappear, potentially revealing hidden truth. Ah, okay. Da kann man sich quasi nochmal so Filmszene nochmal ansehen, was in der Vergangenheit passiert ist und dadurch eben ja, Sachen entdecken vielleicht und so. Okay, Rippled. Aha. What's your name? I don't know. I just know I'm a monster. My mom, my dad, they're gone. And it was all my fault. Hey, hey, try and stay calm. I'm here to help you. No one can help me. It would be better for everyone if I just leave me alone, please. I'm afraid I can't do that. And you're not a monster. In fact, you're very, very special. You just need to learn how to control your own strength. Once you do that, you can help fix this broken world. We can do that together. Okay, also scheinbar, ich weiß nicht, ob wir das jetzt waren in einer jüngeren Vergangenheit. Also auf jeden Fall ist es hier so eine Art Labor, glaube ich, wo wir halt eben ja, festgehalten wurden und experimentiert wurden wahrscheinlich. Irgendwie sowas in der Richtung. My butterfly. It's flying. Yes. Your first deviation. And look how gentle it is. I remember my name now. It's Mitsuko. Mitsuko. Okay, und die konnten solche Deviations wohl herstellen. Aha. Okay. Also ganz verstehe ich das gerade noch nicht so. Das ist ja. Also wir sind halt so eine besondere Menschen. Eben diese Meta-Humans. So, warte mal, ich guck mal schnell hier drüben noch rein. Ach guck mal, hier sind ja ganz viele von diesen Butterflies. Oha. Oh, eine Kiste.
Subdecrate. Oh, nur hast du Futtern. Sehr schön. Alles mitnehmen. Also wie wir sehen können, es gibt auch, ich kann euch das nur mal zeigen, hier kann man auch schon sehen, so Command-Kram, was halt grün ist. Dann gibt es halt eben, ja, das Weiße, was halt so Standard-Zeug ist. Dann gibt es blaue Sachen. Also ich denke mal, es wird halt dann, ich kann es halt immer mit WoW oder anderen MMOs vergleichen, ne? Und lila wird halt schon etwas besser sein. So, können wir hier rein? Nee, ne? Nee. Okay. Reduced Load mit Schauder? War das wegen unserem. Warte mal, haben wir ein Gewicht hier drin? Ach, hier. Ah. 8%. Interessant, das habe ich noch nicht gewusst. Okay. Da brauchen wir wieder einen Gegner. Den hauen wir noch schnell weg hier. Was ist das denn? Ach du Scheiße. Dieses Ding gerade auf seinem Kopf, diese Zunge. Rolling Stones. So, was haben wir hier? Handschuhe. Und wieder ein bisschen Handwerksmaterial. So, dann müssen wir wohl hier runter. Oh, ganz viele von diesen Schmetterlingen hier überall, ne? Können wir Taschenlampe wieder ausmachen, denke ich mal, ne? So, da drüben haben wir einen und da haben wir einen. Ah, ne, drei haben wir sogar. Da ist ein bisschen wie Groot von hier oben. Aber ist das überhaupt... Ja, doch. Passt schon. Sehr wild. Stand da gerade Control... Oh. Uns schon gesehen. Ah, ach, was. Mist. Okay, warte mal. We found it. Reach out your left hand. See if you can feel the rhythm of it. Then try and secure it. Capture Deviation Success Rate. Item obtained. Butterfly. Oh, geht so schnell weg. After Image Touch. Okay, warte mal ganz kurz. Wie können wir das denn hier kontrollen? Aha. Ach so. Das ist ja interessant. Können wir es so beliebig? Aha. Okay, Fire. Okay. Cool. Sehr schick. Oh, wir sind draußen, glaube ich. Tatsächlich. Wie auch immer. Wir auf einmal hier in so einem Vorgarten stehen. Okay, Leute, ich denke mal, das soll es erstmal für die erste Runde gewesen sein. Wir haben uns jetzt mal so ein bisschen durch das Startlevel durchgekämpft. Wir brauchen noch eine Hose und noch ein Oberteil und dann sind wir erstmal soweit ready, denke ich mal. Vielleicht noch eine Range-Waffe, das wäre auch ganz cool. Können wir die hier schon nehmen vielleicht? Nee. You have Victor Hammett Territory. Achso, nee. Ah, so. Okay. Requires 3W, 1W.
Okay, wir werden sehen. We have entered Victor Hammett's territory. Okay. Haben wir hier schon eine Karte? Nee, World Map unlocks when the eve of... Blablab. Naja, wir müssen das alles freispielen. Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich probiere mal vielleicht bis zur nächsten Folge so ein bisschen zu erfahren, um was es hier so im Detail geht oder so. Dann kann ich euch davon noch ein bisschen erzählen. Aber ansonsten, wie gesagt, erstmal vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.